Servus, Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge Kalenderwoche 44 ist im Gange. Wir sind unterwegs mit Skill Baby. Im Objekt 430 hoch, Stufe 10, im Medium der Russen, natürlich. Richtig geile Maschine. Einer von den typischen, ja, ich will nicht sagen OP-Russen, aber die sind halt schon eine Spur besser als ziemlich jeder andere. Was haben wir drauf? 122 mm Kanone mit 440 Schaden bei 252 Durchschlag. Auf Bremen-Munition, also Hohlladungsgeschossen, gibt es 340 Durchschlag bei 440 Schaden. Und mit HE, wir haben 10 HE-Schellen dabei, sehr schön, 530 Schaden bei 68 Durchschlag. Ansonsten sind wir überall mit einem kleinen Kit ausgerüstet. Eine Pflasterkiste, ein bisschen was zum Austeilen und eine Flasche Wasser, das war's. Jo, wie gesagt, sehr frecher, flinker, kleiner Geselle. Einer von diesen drei OP-Zehnern, die es bei den russischen Mediums gibt. Der andere ist Objekt 140 und der K91 mit einem etwas schlechteren Turm. Hier bleibt dafür einiges hängen an dem da. K91 dafür mit der noch besseren Kanone, beste DPM aller Mediums auf Stufe 10. So, wo sind wir unterwegs? Auf Erlenberg in einem 10er-Gefecht mit 8er und 9er Unterstützung. Kommt gleich hier richtig nette Freunde, die vorbeischauen und abprallen. Nee. Bisschen mehr Geduld. Hier reinzufahren, sehr gefährlich. Das Objekt 705A gibt uns da eine mit. Das Objekt 705 gibt uns da eine mit. Auch wenn wir da ein bisschen austeilen können. Kette ist gezogen. Schaden ist trotzdem gemacht. Nochmal 417 Schaden eingesteckt. Junge, Junge. Sehr viel riskiert hier am Anfang. Aber wir sind jetzt auf der Position, wo es der Gegner massiv schwer hat, nach vorn durchzubrechen. Jawohl, sehr schön. 417er Schelle am Objekt 705. 705A wartet bereits um die Ecke. Auf Stufe 10er quasi. Steht aktuell noch 0 zu 0. Das hätte schief gehen können, mein Freund. Meine Fresse. Wir haben 710 Schaden geblockt, wir haben 2168 Schaden bereits ausgeteilt. Genau, das ist genau das Richtige, was man hier noch machen kann. Wenn ein Type 4 schwer um die Kurve kommt, der daneben schießt, dann ziehen wir bei ihm die Kette. Stellen uns so, dass er nicht auf uns schießen kann. Und versuchen wieder die Kette zu ziehen. Der Versuch war da. Hat leider nicht funktioniert. Da ist die Kette wiedergezogen. Keine Artillerie im Spiel. Deswegen keine Möglichkeit hier Artillerieschaden einzustreifen. Kette wiedergezogen, sehr schön. Das geht ja auch mit Standardmunition, beziehungsweise mit HE geht das auch. Ah, bleib stehen. Er mag nicht stehen bleiben. Jawohl, Schaden gemacht und die Kette gezogen. Objekt 705, vielleicht kann der ein bisschen langsamer reparieren. Also bei schweren Panzern grundsätzlich immer als allererstes Reparaturskillen. Ansonsten hat man bei solchen Kämpfen, und die gibt es mehr als genug, keine Chance, da wieder wegzukommen. In der Regel hat man nur ein Repair-Kit dabei und nicht zwei. Und wieder Schaden gemacht. 3986 Schaden. Voilà, jetzt müssen wir echt aufpassen, weil eine Schelle von dem tut richtig weh. Hat sich schon erledigt. Teil 4 schwer ist raus. Objekt 705A, willst du da nochmal wissen? Hat sich soeben verabschiedet. D54 geht raus. Ist noch ein Objekt 140.
Und das Stritzwagen 103B auf Stufe 10. Wir haben noch alle 3 Zehner. Auch wenn du schon ein bisschen angeschlagen bist. 540 HP sind noch übrig. 4198 Schaden haben wir bisher gemacht. 710 Schaden geblockt und 1054 Schaden aufgeklärt. So, da wartet schon der nächste Medium. T54 Modell 1. Wir prallen ab an dem Achter. Ich würde sagen, dass er AFK ist. Also die Punkte sind quasi geschenkt. Jawohl. Kommen wir ganz locker durch. 5102 Schaden und 1450 Schaden aufgeklärt. Skorpion G bleibt hängen. Also, Turm wahnsinnig bouncy. Alter Schwede. Sogar T30 bleibt hängen. 2340 Schaden geblockt. Aber wenn das kein Grund ist, das Kind, das Ding ein bisschen frei zu forschen, dann weiß ich auch nicht. Lohnt sich auf jeden Fall. Den nehmen wir raus. Sehr schön. Kill Nummer 2. 5110 Schaden. 2340 Schaden geblockt. 1450 Schaden ausgeteilt. 1450 Schaden haben wir aufgeklärt. T30 noch einen mitgeben. Da oben ist das Stritzwagen. In die Seite. Wunderbar. 435er Schelle. Wir sind bei über 6000 Schaden schon. Durch die Kette. Was haben wir denn da oben für einen? Und das sind wir raus. 2558 Schaden haben wir aufgeklärt. 2340 Schaden haben wir geblockt. Und 6567 Schaden haben wir ausgeteilt. Sehr fein. Richtig geile Runde. Das wird ja noch ein bisschen gehen. T30, Löwe und Stritzwagen S1 sind noch am Leben. Also 9 und 2 8er, das ist normalerweise machbar, denke ich mal. Keiner von denen ist wirklich OP. Der S1 ist recht gut, aber der T30 mit einer zu langen Nachladezeit. Schade, dass wir hier nicht umschwenken können. Jetzt kann ich die Kamera ein bisschen drehen, das war's aber. Jawohl, jetzt fallen sie wie die Fliegen. Oh. Gefecht ist beendet, obwohl hier noch welche leben. Und wir haben keine Auswertung. Eieieiei, wir haben keine Auswertung. So. Worin liegt es, dass jetzt hier überall 0 steht? Ganz einfach. Das Gefecht war beendet. Also bist du aus dem Gefecht rausgegangen und hast das Gefecht hochgeladen, bevor das Gefecht in Wirklichkeit zu Ende gewesen ist. Das heißt, er hat das Gefecht ohne Auswertung hochgeladen und dementsprechend alle mit 0 geführt. Deswegen haben wir hier eine Auswertung komplett mit 0. Das ist der Grund. Falls mal die Fragen sind, hier für meine Keule, sowas Liebes, ganz toll. Also 6500 Schaden gemacht und leider keine Auswertung dazu bekommen. Ich schätze mal jede Menge Plus auf jeden Fall. Na, Plus bin ich mir nicht sicher. Wir haben recht viel Premium geschossen am Anfang. Aber auf jeden Fall ein 1 oder ein M. Ich tippe mal auf ein M. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Falls es euch auch gefallen hat, auch bei der Auswertung, bitte fleißig draufklicken, Like da lassen. Und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.